Ja, das Loch machen wir am besten zu. Zack, zack. Und zwar so. So. Autsch, autsch, autsch. Also wenn wir hier weiter wollen. Dann müssen wir zwangsläufig einen gewissen Maß von diesem Schotter zerstören. So. Ich versuche mal nicht zu viel zu zerstören, weil ich wirklich nicht weiß, wie es auf der anderen Seite aussieht. Auf der anderen Seite will ich natürlich die Kohle haben und das Eisenerz, das ich da gerade durchblitzen sehe. So, genau wie da. Der interessiert mich nicht. Die Befürchtung ist halt einfach wirklich, dass wenn wir das Eisenerz, nein, nicht das Eisenerz, den Schotter fallen lassen, dass wir da nicht mehr rauskommen. Weil wir uns dann quasi wie beim Schlaraffenland eben nicht durch Brei, sondern durch Eisen, durch Schotter graben müssten. Och nö. Ernsthaft? Da ist schon wieder richtig viel Erz. Es wird nicht weniger. Zack, zack. Und die nächste Spitzhacke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Klick. Klick. Und Klick. Okay. Dann schmeiße ich hier mal wieder eine Fackel an die Wand. Bam. Bamsi Damsi. Und versuche hier mal die Ressourcen aus dem Boden zu rupfen. Ohne dabei irgendwelche Lawinen auszulösen. Also die Kohle gibt es ja auch bis zum Abwinken, oder? Aber ich denke, vielleicht, ihr wisst ja, wie es ist, wenn man zu viel und zu tief gräbt, dann weckt man nur das, was im Berg schlummert. Deswegen sollten wir langsam vielleicht mal aufhören. Ich würde da ganz gerne trotzdem Treppen hinsetzen. Treppen hinsetzen. Zack, zack. I. Und Treppe, Treppe, Treppe. Fluff. Die Kohle an der Decke lasse ich mal. Den Schotter lasse ich auch. Den Spaß lasse ich auch allen. Das da werde ich lassen, weil es eben angrenzt. Dann lasse ich das hier auch. Das lasse ich. Da sowieso, das mache ich vielleicht zu. Kann ich aber auch offen lassen. So, tack, tack, tack. Kann ich hier einfach rüber. Tack, tack. Geht auch. Geht auch. So. Den könnte ich eigentlich mitnehmen. Glaube ich. Ich schiebe mal von der anderen Seite ran. Ja, den kann ich mitnehmen. Die lasse ich mal da drin. Einfach, weil ich es nicht besser weiß. So, die Kohle nehme ich auch wieder mit. Und dann sammeln wir den Ofen wieder ein. Ui. Ist mein Inventar so voll.
Scheint so. Scheint echt so. Naja, zur Not. Also ganz ehrlich, den Ofen, da haben wir eigentlich genug. Ich schmeiß dich mal hier weg. Nimm dich mal auf. Knall dich mal hier hin. Steine haben wir. Ja, wobei, warte mal, auf der anderen Seite. Steine haben wir genug. Das ist schon richtig. Tak, tak, wobei ich jetzt quasi. Ja, hier bei meiner Tasche bin. Also quasi alles, wo wir 99 haben, das können wir ja eigentlich mal wegpacken. Ich verstehe eh nicht, warum ich diesen ganzen Blödsinn mit mir rumtrage. Den wollte ich eigentlich gar nicht. Den wollte ich eigentlich alles aufräumen. Trage es aber trotzdem mit mir rum. Also voll bescheuert. So. Das können wir auch mal dahin packen. Wie gesagt, das ist Notration. Ja. Lass ich mal hier. Das könnte ich eigentlich dahin tun. Den da hoch, den hier rüber. Ich habe immer noch Eisenklumpen. Ja, klar habe ich Eisenklumpen. So, Kohle habe ich auch. Das ist raffiniert. Das werde ich nicht mehr. Gut, ich denke, so können wir erstmal gut mit leben. Das lasse ich jetzt erstmal da, wie es ist. Da, wo es ist. Da, was. So. Da ist erstmal auch Ruhe. Hier habe ich noch was gesehen. Da unten ist noch eine leckere Ratte. So. Hier geht's potenziell weiter. Na komm schon. Hey. Genau. So. Da war ich schon. Da ist die Sackgasse, ne? Autsch. Yep, da ist die Sackgasse. Wir essen mal ein bisschen was. Fluff, fluff. Also wie gesagt, da ist eine Sackgasse, da muss ich auch nicht weiter. Aber es ist egal. Wir können es ja trotzdem erstmal da lassen. Ich könnte es aber auch versiegeln, ganz ehrlich. Also ich erwarte da nicht mehr groß irgendwas. Das heißt, ich könnte es hier jetzt einfach zubauen. Auf der anderen Seite muss ich das auch nicht zubauen. So. Oh. Seht ihr, was ich sehe? Ich denke schon, dass ihr das seht. So, also machen wir mal so. 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 Dann machen wir das doch so. So. Tut. Machen wir hier vielleicht. Da haben wir dann noch. Tak, tak, genau. Und dann klopfen wir dich da mal raus. Schön. So, und jetzt könnten wir ja eigentlich mal schauen, ob wir hier einfach wirklich mal sagen können. Tak, tak, tak. Was war das? Tak, tak. Klingt verlockend, muss ich sagen. Klingt echt verlockend.
Müsst ihr halt ein bisschen robuster sein. Ach komm, was soll das? Wir machen das jetzt einfach mal. Dann haben wir's. Dann können wir hier auch mal weitergehen. Und können hier auch wieder Treppen hinknallen. Dafür haben wir sie ja gebaut. Pam, 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 pam. Pam, tuk, tuk. So wollte ich das nicht. So, du bist schon herabgefallen. Das heißt, da muss ich auch nichts mehr groß machen. Okay. Hier gibt es noch Ressourcen und da hinten bin ich quasi dann ja hergekommen. Da gibt es auch noch eine Ressource. Die holen wir uns natürlich auch noch. Ist ja logisch. So, das können wir lassen. Da ist noch Kohle. Die nehmen wir mit. Neben der Kohle ist noch mehr. Ist auch noch Kohle. Ist da auch noch? Ja, klar ist da noch. Also schmeißen wir da wieder eine Fackel rein. Oh, Fire in the Hole. Holen wir dich mal runter. Und dich hier rein. Schauen mal, ob hier oben noch was ist. Nein, aber hier ist noch Kohle. Zack. Oh Gott, da ist noch richtig viel Kohle. Machen wir hier mal ein Loch rein. Holen hier die Kohle raus. So. Sehen erstmal nichts mehr und können weiter düsen. Den hier nehmen wir natürlich mit. Da hinten ist zu. Hier kommen wir ja eigentlich her, wenn ich das richtig verstanden habe. So. Wie gesagt, wir nehmen jetzt einfach nur noch das mit, was wir direkt sehen. Alles andere lassen wir mal. Also wir werden jetzt keine großartigen tiefen Bohrungen jetzt erstmal machen, weil wir sonst nie fertig werden. Schlicht und ergreifend. Und ja, wenn ich was übersehe, dann übersehe ich was. Das soll passieren, kommt vor. Alles halb so wild. Hier hinten war die Geschichte. Ah. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Ich habe schon so einen Verdacht, wo ich langlaufen muss. Da bin ich hergekommen, das weiß ich. Da bin ich hergekommen. Nein, da bin ich nicht hergekommen. Da ist eine Sackgasse. Da geht's nicht hoch. Also wie gesagt, ich habe schon einen Verdacht, wo, wie, warum und weshalb ich wo lang laufen muss. Das ist die Geschichte. Ah. Ah. Bist du dir sicher? Ich denke schon. Also hier wird es wieder raus gehen. Vermutlich. Genau, da wollte ich jetzt gerade gar nicht, noch gar nicht hin. Also ich habe mich gerade übelst verlaufen. Und bin doch rausgekommen, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Das heißt, ich habe das Ding da hinten unten schon richtig eingeschätzt. Nämlich, dass ich quasi hier eigentlich rüber wollte. Na komm schon.
Okay, machen wir hier auch einen Deckel rein. Zack, dann ist hier Ruhe. So, von mir aus. Da oben wollte ich eigentlich noch ein Weilchen rumwerkeln. Ich wollte nämlich eigentlich hier unten jetzt gerade gar nicht da lang, sondern eigentlich...